So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Codenascher erobern die Welt in Shakes und Fidgets. Leider wird diese Folge nicht ganz so erfolgreich werden wie die letzten, denn es steht uns ein Angriff bevor. Leider auch aus irgendeinem Grund von einer Gilde, die. Schau mal kurz gerade nach, welchen Rang wir haben. Wir sind auf 655, also so um die 400 Ränge weiter über uns ist. Ich frage mich nicht, wie darauf gekommen ist, uns anzugreifen. Das könnte Zufall sein. Könnte allerdings auch andere Gründe haben. Ich habe da so eine leichte Vermutung. Bin mir aber nicht sicher. Nutzen wir nochmal die Zeit bis zum Kampf, um mal kurz den Gegner anzugucken. Wir schauen mal kurz vorher in unsere Gilde rein. Wie wir sehen, haben wir 49er, 47er und 43er. Die Gegnergilde allerdings hat folgendes: ein 88er, 90er, 82er, 57er, 56er und ein 14er. Okay, der 14er ist natürlich mehr oder weniger. Zumindest 8 oder 56, der sich nicht zum Kampf gemeldet hatte, könnte eventuell auch noch geschlagen werden. Aber dann geht's los, ne? 57er Nahkämpfer. Als Nahkämpfer hat er schon über 2000 mehr Schaden als ich. Und mit normalen Ausdauertrank schon 224.000 Lebenspunkte. Das ist schon eigentlich, das könnte der uns schon fast wegmachen. Wenn wir ihn wegkriegen noch, je nachdem wie gut sind der 56, dass ich mich angemeldet habe zum Kampf, fällt, könnten wir eventuell noch mit Glück zu Olaf 1 kommen. Olaf 1 macht 80.000 Schaden und 162.000 Lebensenergie. Ist für einen Magier, ich sag mal, auf seiner Stufe nicht gut, aber wird ausgereicht, um den Rest von uns wegzumachen. Vor allen Dingen, weil er Stufe 82 ist und ich weiß nicht genau, wie sich die Schadensberechnung da noch rechnet. Er hat geschickt Basis 269. Ich denke nicht, dass wir über Olaf hinwegkommen. Allerdings würde ich mich freuen, wenn doch. Und wenn wir über Olaf 1 hinwegkommen, was sehr, sehr, sehr zu bezweifeln ist, haben wir immer noch Akantori oder. Das ist Akantor, Akantori, Akantor, Akantor 1 oder so ähnlich vor uns und dem Factory LP, der dessen Gilde halt nach ihm auch die Gilde benannt worden ist, gegen die wir kämpfen. Also es wird ein sehr enttäuschender Abend. Wir werden auf jeden Fall verlieren. Wir werden nicht sehr viel schaffen von den Gegnern. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein wenig enttäuscht. Wir haben 21:47 Uhr. Ja, der Kampf sollte jetzt eigentlich gestartet sein. Wir schauen mal auf die Gilde. Noch haben wir die Benachrichtigung nicht bekommen. So wie im Moment losgehen. Tja. Ich weiß nicht genau, warum uns eine dermaßen überlegene Gilde angreift. Eventuell haben wir durch unsere letzten Kämpfe irgendeinem kleinen Bruder auf die Füße getreten oder so. Oder wir haben uns irgendwie anders auf uns aufmerksam gemacht, dass denken, ach komm, hier, den hauen wir mal einen rein. Eventuell ist es tatsächlich auch einfach nur Zufall gewesen. So, da haben wir den Gilde-Tag jetzt. Da wollen wir uns das Ganze noch einmal anschauen. So, ich drücke auf OK. So, der 15 ist schon mal weg. Wollen wir mal gucken, was John Carroll rausreißt gegen die 57er. Ja, so ungefähr habe ich mir das schon fast gedacht. So ungefähr habe ich mir das schon fast gedacht. Ich glaube, wir kommen nicht mal über den ersten rüber, oder? Mit geballter Kraft und mit gebündelten Kräften, eventuell mit Glück, könnten ich und Zipfritzer den zumindest noch wegmachen. Das ist, wir sind Nahkämpfer, wir sind Fernkämpfer, wir könnten ihn häufiger treffen.
Aber spätestens danach ist vorbei. Nee, das wird nichts. Der macht uns alle weg. Das ist auch so ein Name, weißt du, sowas macht sich nur einer, der keinen Bock auf das Game hat und einfach nur stumpf. Das ist wahrscheinlich irgendein Twink oder so, ist er? Oder wie nennt sich das jetzt? Da gibt es einen neuen Ausdruck für Twinks. Fällt mir bestimmt demnächst wieder ein. Komm, jetzt gib ihn noch. Den mache ich noch weg und dann ist vorbei. Dann kommt Olaf und Olaf macht mich weg. So. Ich meine, das ist fast 40 Level über mir. Ne? Ja. So kann es natürlich auch gehen. Ja. Man kann nicht immer gewinnen. Aber ich meine, das ist natürlich auch kein Gegner gewesen. Ne? Also wir im Prinzip kein Gegner für die gewesen. Na gut, schade drum. Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich direkt einen Frustkampf starten. Aber allerdings kostet ein Frustkampf auch schon. Jetzt scrollen wir ein ganzes Stück weiter runter. Bis auf den Rang. Was können wir mal gehen? Hier gibt es 3000 oder so. Ja, guck mal. Da, nee, oh Gott, was ist da denn los? So, haben wir da. So, kostet aber auch 900. Kann ich gerade leider nicht aufbringen. Der Frustkampf wird kommen. Vor dem Frustkampf kommt allerdings noch unsere Revanche gegen Romania. Ja, lass mich lügen, ich vergesse den Namen irgendwie, aber so ein blöder, komplizierter Name ist. Romania, was heißt kompliziert, so ein ausländisches Ding. Romania Puternica. Der Kampf kommt auf jeden Fall als nächstes. Und bis dahin versuche ich meine Tränen weitestgehend zu unterdrücken und die Niederlage, die wir gerade erleiden mussten, irgendwie zu verarbeiten. Und danke trotz der Niederlage euch allen fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch dann wieder einschaltet und mein Video klickt. Likes, Follows und ähnliches sind natürlich gerne gesehen. Vergesst meinen Twitch-Stream nicht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.